Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, großen Schrittes gehen wir auf das große Fest Weihnachten zu, an dem wir wieder die Geburt Jesu Christi und damit das Kommen des Sohnes Gottes in unsere Welt feiern. Und in der Vorbereitungszeit zu diesem christlichen Fest, dem Advent, tut es gut, sich einmal bewusst zu machen, wie es denn rückblickend auf das zu Ende gehende Jahr 2022 um das Klima zwischen Gott, unserem Schöpfer und seinen Geschöpfen, also uns Menschen, steht. Weltklimakonferenzen zum Schutz und Erhalt von Natur und Umwelt sind wichtig. Doch ohne eine Weltklimakonferenz zur Verbesserung des Klimas zwischen Gott und Mensch ist alles nichts. Und schaut man dann auf die politischen Forderungen und Entscheidungen weltlicher wie kirchlicher Institutionen in diesem Jahr, so scheint Gott in unserer Gesellschaft immer weniger ernst genommen zu werden. Da fordern Abgeordnete des Europäischen Parlaments, dass das Recht auf Abtreibung, also das Töten ungeborener Menschen, in die EU-Charta der Grundrechte aufgenommen wird. Und die Mehrheit des Deutschen Bundestages in Berlin beschließt, dass das Werben für das Töten ungeborener Menschen künftig erlaubt sein soll. Der synodale Weg, bestehend aus Bischöfen, Mitgliedern des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und Kirchenvertretern, fasst den mehrheitlichen Beschluss, dass eine biblisch festgelegte Sünde nun nicht mehr als Sünde bezeichnet werden darf. Und aus der deutschen Bundesregierung fordert ein Mitglied das Abdecken biblischer Zitate und ein Ministerium lässt an einem Tagungsort ein Kruzifix abhängen. Es gäbe noch weitere gegen Gottes Ordnung gerichtete Entwicklungen in unserer Gesellschaft, die man an dieser Stelle aufzählen könnte. Dabei ist bedenklich, dass es jene, die Gott mehr gehorchen als den Menschen, es in unserer Gesellschaft und vermehrt auch in den großen christlichen Kirchen immer schwerer haben. Deshalb möchte ich an dieser Stelle unseren heiligen Apostel Paulus zu Wort kommen lassen. Paulus, wohl Jesus selbst zum Glauben bekehrt, hatte schon damals in seinem Brief an die Gemeinde in Rom zu ähnlichen Entwicklungen wie heute mahnende Worte gefunden, denen man sich wieder besinnen sollte. Paulus schreibt: Gottes Strafgericht ist schon offenbar. Sein heiliger Zorn trifft alle, die ihn nicht ehren und seinen Willen missachten. Sie kennen die Wahrheit, aber sie verleugnen sie durch ihr Verhalten. Denn was Menschen über Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Gott selbst hat es ihnen bekannt gemacht. Zwar kann niemand Gott sehen, aber er zeigt sich den Menschen in seinen Werken. Weil er die Welt geschaffen hat, können sie seine ewige Macht und sein göttliches Wesen erkennen, wenn sie sich nicht dafür verschließen. Sie haben also keine Entschuldigung. Aber obwohl sie Gott kannten, gaben sie ihm nicht die Ehre, die ihm zusteht, und dankten ihm nicht. Ihre Gedanken gingen in die Irre, und in ihrem unverständigen Herzen wurde es finster. Sie bildeten sich etwas auf ihre Klugheit ein, aber in Wirklichkeit wurden sie zu Narren. Anstatt den ewigen Gott zu verehren, beteten sie Bilder von sterblichen Menschen, Vögeln, vierfüßigen Tieren und Schlangen an. Darum hat Gott sie ihren Leidenschaften preisgegeben, so dass sie ihre eigenen Körper schänden. Sie beteten an, was Gott geschaffen hat, anstatt ihn selber als Schöpfer zu ehren. Gepriesen sei er für immer und ewig. Amen. Und weil sie dadurch die Wahrheit über Gott gegen eine Lüge eintauschten, lieferte er sie entehrenden Leidenschaften aus. So kam es dahin, dass ihre Frauen den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem Widernatürlichen vertauschten. Und ebenso gaben die Männer den natürlichen Verkehr mit Frauen auf und entbrannten in Leidenschaft zueinander. Männer entehren sich durch den Umgang mit Männern. So werden sie an ihrem eigenen Körper für die Verwirrung ihres Denkens bestraft. Weil diese Menschen es für unnötig hielten, nach Gott zu fragen und ihn ernst zu nehmen,
hat Gott sie ihrem untauglich gewordenen Verstand überlassen, so dass sie tun, was sich nicht gehört. Jede Art von Unrecht und Schlechtigkeit häuft sich bei ihnen. Sie sind voll Gier, Gehässigkeit und Neid. Sie morden, streiten und betrügen. Sie stellen einander Fallen, sie reden gehässig über ihre Mitmenschen und bringen sie in schlechten Ruf. Sie hassen Gott, sie sind gewalttätig, überheblich und prahlerisch. Sie denken sich immer neue Untaten aus. Sie gehorchen ihren Eltern nicht und folgen nur der eigenen Willkür. Sie halten ihre Versprechen nicht, sie kennen weder Liebe noch Erbarmen. Dabei wissen sie genau, dass alle, die so leben, nach dem Urteil Gottes den Tod verdienen. Trotzdem bleiben sie dabei und geben auch noch denen Beifall, die ebenso handeln. Schon damals also und sicher noch viele Male in der Zeit danach, in den vergangenen 2000 Jahren, wurden die Menschen versucht, das Wort Gottes zeitgemäßer zu verändern. Waren die vergangenen Generationen standhaft und der Heiligen Schrift treu geblieben, weil sie Gott mehr gehorchten als den Menschen, so glaubt man gegenwärtig unbequeme biblische Aussagen mit Mehrheitsentscheidungen außer Kraft setzen zu wollen. Die Versuchung ist also wieder da. Widerstehen wir ihr und lassen wir die Botschaft Gottes so unverändert und wahr, wie sie schon immer war. Es wünscht Ihnen eine schöne Adventszeit, Ihr Helmut Heisig.